So landen wir in einer Klimadiktatur. Auf die Idee, das Klima zu nehmen, um mit dem Klima das Grundgesetz auszuhebeln, das war schon ein schlauer Mensch gewesen, der sich das ausgedacht hat. Neukalibrierung der Meinungsfreiheit. I think we're gonna have to think about a recalibration of a whole range of human rights that are playing out online. Naja, okay, Digga, ich küsse dein Herz. Aber es muss so offen und frei sein, dass jeder seine Meinung erstmal abgeben darf, auch wenn sie dir nicht gefällt. Der Klimawandel ist ein religiöses Thema. Das ist kein politisches Thema mehr, wo man auf einer rationalen Ebene diskutiert und wo man Argumente austauscht. Das ist es nicht mehr, sondern da geht es um eine Lehre. Und diese Lehre wird verkündet. Wer nicht niederkniet, ja, der ist jemand, der von der dunklen, düsteren Seite kommt. Da geht es nicht mehr darum, wirklich die Wahrheit rauszufinden. Da geht es immer darum, ein gewisses Bild zu präsentieren, das sollen alle glauben. Fertig, aus. Du darfst dem nicht mehr widersprechen. Dieser klimakritische Weltartikel von vorhin ist aber natürlich seltener als ein maskuliner Klimakleber. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles süß, meine Jutzten. Jutzinnen, ich küsse euer Herz. Geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube von mir und natürlich auch vom ganzen Chat auf Twitch. Gerne könnt ihr auch da mal vorbeikommen. Ich liebe euch. Ich küsse euer Herz. Danke für den ganzen Support in letzter Zeit. Ich sage euch, die Community auch auf YouTube wird immer wilder. Da sind immer mehr Leute, die echt sehr herzliche Sachen in die Kommentare reinschreiben. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr geil finde und süß finde, ist, dass ich wirklich Leute erreiche, gerade mit dem Content von jung bis alt. Also ich habe Leute, die sind 18, 19, 20 und Leute, die sind über 60, die mir in die Kommentare reinschreiben. Und es erfüllt mein Herz, dass ich mit der Message und mit dem Content, den ich mache, wirklich eine breite Masse, jetzt ist es jetzt nicht Mainstream, aber es ist eine breite Masse an Menschen, die einfach Liebe im Herzen haben, die die Wahrheit suchen, die outside the box denken, sich trauen in den heutigen Zeiten und das ist einfach sehr viel wert. Deswegen Liebe geht raus an die ganze Community. Ich liebe euch. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Und zwar ist es wieder ein Video von Ketzer der Neuzeit, der zweite Teil von dem letzten Klimavideo, was wir uns reingezogen haben. So landen wir in einer Klimadiktatur. Schlimmer als du denkst. Auf jeden Fall crazy. Ich bin gespannt, was hier passiert und was hier erzählt wird. Grüße gehen auch raus natürlich an den Leo, den Bruder von Ketzer der Neuzeit. Und jetzt würde ich sagen, ab geht der Peter. Rein in den Laden. Los. Outs? Wo sind die Kameras? Ah. Tagchen, da sind wir doch. Auf die Idee, das Klima zu nehmen, um mit dem Klima das Grundgesetz auszuhebeln, das war schon ein schlauer Mensch gewesen, der sich das ausgedacht hat. Ja. Ich erinnere mich an die Corona-Zeiten, wo das Thema Corona genutzt wurde, um das Grundgesetz auszuhebeln. Und Leute ausgelacht wurden, die mit dem Grundgesetz auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, nein, das Demonstrationsrecht dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Dann enden wir in einer Art von, wie nennt man es nochmal? Diktatur. Willkommen zurück, ich bin's wieder, euer Lieblingsklimasünder. Zuletzt haben wir uns Sünder it out, man. Mit dem ketzerischen Gedanken beschäftigt, ob es ganz theoretisch, rein hypothetisch möglich wäre, dass superreiche Philanthropen, zentralistische Steuerorgane wie die UN und all die Politikheuchler vielleicht gar nicht die Welt retten wollen und warum das Feindbild CO2 ein idealer Türenöffner für eine neue Ordnung der Welt oder für die Weltordnung, die neu ist. Also nicht falsch verstehen, es geht auf gar keinen Fall um diese böse rechte Verschwörungstheorie der neue Weltordnung. Ein Aspekt dieser totalitären politischen Ordnung ist es, der Rahmen des Sagbaren muss stark eingeschränkt werden. Der WEF'sche Neusprech dafür ist safe. Der Rahmen muss eingeschränkt werden und Freiheiten müssen immer mehr unterdrückt werden. Die Neukalibrierung der Meinungsfreiheit. I think we're gonna have to think about a recalibration of a whole range of human rights that are playing out online. Naja, okay, Digga, ich küsse dein Herz. You know, from freedom of speech to the freedom to, you know, to be free from online violence or the right of data protection to the right to child dignity. Sie wollen Hass und Leugnung verbieten und definieren gleichzeitig, was Hass und Leugnung ist. Das ist nämlich das Problem. Sie definieren es so. Wer sind die, dass die entscheiden, was Leugnung ist und was Hass ist und was nicht? Weißt du? Ich gehe mit, wenn man sagt, dass gewisse Dinge, zum Beispiel Androhung von gewalttätigen Straftaten oder irgendwie alles, was so, oder Pädophilie und diese ganzen Geschichten, alles, was auch strafrechtlich verfolgt wird, so im echten Leben, sollte auch online verboten werden. So.
aber du kannst keine Meinungen einschränken. Jeder kann sich immer noch frei entscheiden, welche Meinung er sich reinzieht und wer nicht. Du musst die Dinge dir nicht reinziehen. Aber es muss so offen und frei sein, dass jeder seine Meinung erstmal abgeben darf, auch wenn sie dir nicht gefällt. Es gibt einige Leute im Internet, deren Meinung mir nicht gefällt. Nichtsdestotrotz lasse ich sie reden. Ich ziehe mir den Scheiß halt einfach nicht rein. Und so sollte das reguliert werden, finde ich persönlich so. Weil wenn es eine Instanz gibt, die entscheidet, was recht ist und was man sagen darf und was man nicht sagen darf, so, dann muss diese Instanz auch wieder kontrolliert werden. Wer ist diese Instanz? Wer entscheidet das? Inwiefern sind da irgendwelche Interessen noch mit involviert? Inwiefern sind es Leute, die keine guten Intentionen mit der Menschheit haben, etc. pp. So, das sind alles Sachen, Probleme, die dann dabei aufkommen. Und deswegen muss man das ganze Thema so frei wie möglich gestalten, meiner Meinung nach. Übersetzt, es geht um die Abschaffung der Meinungs- und Redefreiheit. Der Begründer der NASA-Meteorologie und vielfach ausgezeichnete amerikanische Wissenschaftler Fred Singer erklärt, schon wer sich unabhängig mit dem Klimadiktat auseinandersetzt, wird der Häresie angeklagt. Genau so ist es doch. Genau so ist es auch gewesen mit Corona und genau so ist es auch mit ganz vielen anderen Themen so. Sobald du nur anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, kritisch auseinanderzusetzen, wirst du schon bekämpft quasi so. Und das ist einfach keine gute Sache, finde ich. Häresie ist übrigens ein anderes Wort für Ketzerei. Also selbst höchste Wissenschaftler vergleichen sich mit denjenigen, die damals das Wort der katholischen Kirche anzweifelten. Is again just hyping the global warming issue. Denn es handelt sich bei der CO2-Theorie um keine ergebnisoffene Forschung, also Wissenschaft, sondern die CO2-Lehren sind ein indoktrinierte Dogmen. Der Klimawandel ist ein religiöses Thema. Das ist kein politisches Thema mehr, wo man auf einer rationalen Ebene diskutiert und wo man Argumente austauscht. Das ist es nicht mehr, sondern da geht es um eine Lehre und diese Lehre wird verkündet. Und wer wer nicht niederkniet, ja, der ist jemand, der von der dunklen, düsteren Seite kommt. Forschungen der Ketzer, die andere Klimafaktoren untersuchen, werden im Keim erstickt, nicht finanziert und wenn sie doch geschehen, dann einfach gekonnt ignoriert. Die Diskussion ist nicht eingeschlafen aufgrund der tausenden Beweise der bevorstehenden Klimahölle durch schädliches, giftiges CO2, sondern die Diskussion wurde getötet und jeder mit logischem Menschenverstand kann sich erklären, warum. Passiert ja auf vielen Ebenen. Ich muss dieses Beispiel immer wieder mit reinziehen. Corona-Beispiel. Das ist einfach ein perfektes Beispiel gewesen, wie diese ganzen Themen funktionieren. So. Sobald du ein Wissenschaftler bist, der dasselbe Studium hinter sich gebracht hat, wie der Wissenschaftler, der das aktuelle Narrativ bildet, so, bist du ein Verschwörungs- und andere Ansichten hast von dem, was gerade passiert, bist du ein Verschwörungstheoretiker, wirst in eine gewisse Ecke gedrückt, wirst nicht mehr in diese Talkshows eingeladen, deine Meinung zählt nichts mehr. Es werden die Wissenschaftler rausgesucht, die das Narrativ unterstützen und alle anderen sind dann nicht mehr keine Wissenschaftler mehr so. Und daran siehst du, das ist ein riesen perfektes Beispiel daran gewesen, wie dieser ganze Laden funktioniert. Da geht es nicht mehr darum, wirklich die Wahrheit rauszufinden, da geht es immer darum, ein gewisses Bild zu präsentieren, das sollen alle glauben, fertig, aus. Du darfst dem nicht mehr widersprechen. Und das ist halt gefährlich. Wenn du eine Gesellschaft hast, wo die Leute sich nicht mehr trauen, das, was sie denken, auszusprechen, ist das der Anfang vom Ende. Die CO2-Theorie basiert auf Hochrechnungen und Modellen. Nicht auf experimentellen Beweisen, sondern auf coolen Zahlenspielen, die uns beeindrucken sollen und wir in Corona-Zeiten in der Lage sind, ein falsches Abbild der Realität zu zeigen. Aber was ist mit den 97% der Wissenschaftler, die sich einig sind? Das ist auch einfach, die ficken mit deinem Kopf, wenn die diese Zahlen in den Raum reinwerfen. So. Als ob irgendeine Zeitung alle Wissenschaftler auf der ganzen Welt kennt und dann sagen kann, okay, 97% dieser Wissenschaftler sind einer Meinung. So. Aller Wissenschaftler auf der Welt, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Ihr wisst doch gar nicht, ob es eventuell in anderen Ländern noch Wissenschaftler gibt, die sich mit ganz anderen, also die sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber ganz andere Schlussfolgerungen haben. Weil ihr die gar nicht finden wollt. Die werden einfach ignoriert. Diese 97% der Wissenschaftler, 97% der Klimaforscher, das ist Schwachsinn, um unseren Kopf zu ficken. 97% von wie vielen Wissenschaftlern? Und welche Wissenschaftler zählen dazu? Wer hat sie ausgewählt? Zweimal in den letzten beiden Jahren haben sich in Berlin die kritischen Wissenschaftler aus aller Welt getroffen, um ihre neuen Forschungen vorzustellen, die zu anderen Ergebnissen kommen als die IPCC-Macher und ihre Gläubigen. Getrieben von dem grünen Mainstream. Möglichst schnell raus aus CO2. Weil ja die. Das sind alles Verschwörungstheoretiker und Schwurbler. Davon kriegen wir nicht mal was mit, dass sie sich in Berlin getroffen haben und zu anderen Ergebnissen gekommen sind. Das wird uns gar nicht präsentiert. Nicht mal ansatzweise. Da geht. Doch dann glänzt das Potsdamer Institut durch Abwesenheit.
Kaum ein Bundestagsabgeordneter und kaum ein Journalist machen sich die Mühe, sich zu informieren. Und was ist mit dem Heidelberger Appell, in dem schon vor 20 Jahren über 400 Forscher, darunter 62 Nobelpreisträger, einen ergebnisoffenen Diskurs fordern und vor einer politischen Wissenschaft warnen? Zieh dir das rein, Digga. Die haben das schon kommen sehen. Was ist mit den 62 Nobelpreisträger. Was sind das? Alles Querdenker oder was? Promovierten Naturwissenschaftlern der Origin-Petition. Es gibt keinen Konsens, auch wenn man uns das gerne verkauft. Sven Smark, Physiker und Klimaforscher, antwortet auf die Frage, warum seine Forschung kein Gehör beim UN-Weltklimarat findet. Meine Arbeit dreht sich um den Effekt der Sonne auf das Klima. Und wenn die Sonne einen entscheidenden Einfluss auf das Klima hat, bedeutet das, dass der Einfluss von CO2 geringer ist. Das passt nicht mit dem Narrativ zusammen, dass CO2 so ein dominanter Faktor bei der Klimaerwärmung sein soll. Der Weltklimarat ist eine UN-Organisation, die Mitglieder nach Gebiet, politischer Einstellung und manchen Fällen Verdiensten aufnimmt. Meine Arbeit wird von ihm in der Tat ignoriert. In den ClimateGate-E-Mails, die im Jahr 2011 an die Öffentlichkeit kamen, habe ich eine E-Mail... Ölfe den Nein, Alter. Sorry, Bro, musste ich machen. ...merkt, in der mögliche Autoren für den 5. Sachstandbericht des IPCC besprochen wurden. Eine Qualifikation... Wird gekonnt, wegignoriert, solche Menschen, wa? ...für einen Autoren musste sein, dass er anti-Svens Mark ist. Muss einfach anti der Wissenschaft sein, damit du zu der richtigen Wissenschaft gehörst. Weil Wissenschaft ist eben eine... Religion geworden. Es ist einfach, also wie kann man das leugnen? Wie kann man ein Wissenschaft ist gleich Religion-Leugner sein? Frage ich mich. Ja, wer hätte damit rechnen können? Der Weltklimarat ist gar keine wissenschaftliche, sondern eine politische Organisation. Oder wie Altkanzler Helmut Schmidt es formulierte, dieser Weltklimarat hat sich selbst erfunden. Den hat niemand eingesetzt. Die Bezeichnung Weltklimarat ist eine schwere Übertreibung. Diese ganze Debatte ist hysterisch, überhitzt auch und vor allem durch die Medien. Klimatischen Wechsel hat es auf dieser Erde immer gegeben, seit es sie gibt. Brutalen klimatischen Wechsel sogar, der vielleicht auch noch bevorsteht. Vielleicht haben wir wieder irgendwelche Eiszeiten oder so mal kommen. Es gab Eiszeiten, wo jahrelang, jahrzehntelang die ganze Welt quasi unter Eis lag und dann da hat sich das Klima extrem verändert, weißt du? Und das sind einfach Sachen, die sind auch schon passiert, wo wir Menschen noch gar nicht da waren. Okay, ich weiß jetzt selber nicht, ab wann, ich bin sogar einer, der hinterfragt, ob diese Geschichtsschreibung, wann die Menschen wirklich auf die Erde gekommen sind, beziehungsweise auf der Erde entstanden sind, ob die überhaupt der Wahrheit entspricht. Sage ich euch ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch schon Zivilisationen vor dieser Zeit gab, die uns präsentiert wird, so. Aber es gab so eine Eiszeiten und solche Klimageschichten oder irgendwelche Vulkanausbrüche oder irgendwelche Naturkatastrophen auch schon vor dem Menschen. Davon bin ich überzeugt. Dieser klimakritische Weltartikel von vorhin ist aber natürlich seltener als ein maskuliner Klimakleber. Die Mehrheit der Mainstreamer sieht heutzutage nämlich in etwa so aus. Deutschlandfunk schreibt, Behörden geben Hitzewarnung heraus. Gefühlte Temperaturen von mehr als 54 Grad auf Phuket? Phuket? Möglich. Menschen wurden aufgefordert, nach Möglichkeit ihre Häuser nicht zu verlassen. Meteorologen rechnen für heute mit Werten von bis zu 43 Grad Celsius. Ja gut, man hat halt jetzt die Temperatur in die Headline gepackt, aber ja, ist halt so ein bisschen knackiger, ne? Das klickt man gerne rauf. Aber was hat dann Phuket, na man? Der Wetterbericht an diesem Tag in Phuket gesagt? Bro, was geht bei dir ab, Digga? Das ist Phuket. Sagt ihr das extra, gell? Fuck it mäßig, oder was? Immer weniger Regen, kaum Schnee in den Alpen. Für den kommenden Sommer droht in Bayern wieder eine Dürre. Und dann eine Woche später, die Niederschlagsmenge beträgt inzwischen das Doppelte des langjährigen Durchschnitts. Ey, fühl ich komplett, Bro. Geil, dass du den eingebaut hast, Digga. Geil. Why you always lying? Wer die wahren OGs wissen noch, wie ich den damals immer in den Straßenumfragen eingebaut habe, wenn Frauen gesagt haben, dass sie nicht auf Muskeln stehen. Why the fuck you lying? Und why you always lying? Welches Land sich nun am schnellsten auf der Welt erwärmt, wird durch die seriöse Weltpresse jetzt, sag ich mal, noch nicht ganz ersichtlich. Ich meine, laut wetter.de ist das Deutschland. Deutschland erwärmt sich schneller als der Rest der Welt. Was haben wir hier? Helsinki Times. Finnland is warming faster than the rest of the world. Ja, nun. Ach nee. Mhm. Was ist es denn jetzt? Deutschland. Müsst ihr euch mal eins aussuchen hier, Kinders. Finnland. Aber gut, die sind ja wirklich sehr nah aneinander. Also Schweden. Schweden ist Temperaturen doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Ja, Schweden, Finnland, Deutschland, das ist ja alles so, ne? Eine Sippe.
Britain warming faster than average. Okay, gut, ne, ist alles ähnlich. Europa ganz generell, das ist doch mal eine Antwort. Europe is warming faster than the rest of the world. CNA Insider, why Singapore is heating up twice as fast. Digga, guck dir das an, Mann, Alter. Komm, Kinders, Freunde, Mädels, Jungs, KlimakleberInnen, hört auf mit der Scheiße jetzt. Doppelt so schnell jetzt als der Rest der Welt. Also nochmal doppelt so schnell als Europa. Und Europa ist schon doppelt so schnell als der Rest der Welt. Aber was will denn Japan jetzt? Japan erwärmt sich schneller als der Rest der Welt. Okay. Und China. China ist auch doppelt so schnell wiederum als der Rest der Welt. Wer ist denn dieser Rest der Welt mit? Also wer ist denn dieser Rest der Welt jetzt? Nicht mehr viel übrig. New England is warming up faster. Canada is warming twice as fast as the West. Africa? Einfach ganz Afrika? Ist nochmal auch dann schneller als der Rest der Welt. Ja, bevor sich jetzt die Welt an sich doppelt so schnell wie die Welt erwärmt, das wäre wirklich eine Katastrophe, machen wir mal hier einen Punkt. Wir könnten jetzt ja wirklich noch 100 Jahre lang so weitermachen und uns die neuesten Daten aus Grönland angucken, die zeigen, wie viel wärmer es auf der Welt vor 1000 Jahren war. Oder ob die Atomkraftindustrie die CO2-Gift-Theorie in die Welt brachte, um dann das eigene CO2... Man kann jetzt hier die ganzen Sachen nochmal auspacken, die ich in der letzten Reaction ausgepackt habe, aber das sehe ich jetzt nicht mehr als nötig. Guckt euch den ersten Teil an. Aber ich finde es halt einfach extrem auffällig, auch wenn ihr diese ganzen Medienberichte siehst und so. Das geht halt wieder genau in diese Richtung rein, dass man dieses Thema nutzt, um uns Menschen weiterhin und noch mehr einzuschränken und nicht wirklich auf die Natur Wert legt, sondern einfach nur ein Thema sucht, mit dem man uns indoktrinieren kann, mit dem man uns kontrollieren kann, mit dem wir uns unterdrücken lassen. So. Ich bin, das muss ich hier wieder sagen, ich bin pro Natur und ich denke, dass wir als Menschen die Natur viel, viel besser behandeln können, sollen und müssen. Nichtsdestotrotz, wenn man hier einen auf Klimawandel macht und wir als Mensch und der Einzelne und du musst aufhören, Auto zu fahren und darfst nicht mehr duschen und nicht mehr heizen und so, fangt erstmal bei den großen Unternehmen an. Fuckt uns nicht damit ab. Weißt du, was ich meine? So, das ist schon mal das Erste, was extrem auffällig ist. So. Ich glaube, dass wenn Einschränkungen kommen, dass der einzelne Bürger mit mehr Einschränkungen zu rechnen hat als das große Unternehmen Coca-Cola oder so. Weißt du, was ich meine? Und da stimmt doch dann schon irgendwas wieder nicht. Der freie Image anzupreisen. Und all das wäre interessant. Noch interessanter ist es aber, wie ich finde, anzuschauen, was die Politik anhand dieses Weltuntergangsszenario jetzt für uns geplant hat. Wie soll also die Welt in Zukunft aussehen, wenn wir vor der Klimahölle bewahrt werden wollen? Und damit willkommen zum letzten Teil dieses Videos. 15 Minute Cities. Aha. 15 Minuten Städte, kennen wir. Und gleichzeitig zum Beginn einer neuen Ketzer Originalserie. Wir werden in den nächsten Videos hier auf YouTube die dystopischen Klimaregeln, die sich das Weltwirtschaftsforum für uns ausgedacht hat, brechen. Oh shit, man. Da begibst du dich auf dünnem Eis, mein Jutster. Und wenn du willst... Auf dünnes Eis, sorry. Wie wir gleich herausfinden werden, könnte das Motto dieser Klimaagenda heißen: durch den Klimawahn in die globale Planwirtschaft. Durch Angst vor dem Feind rein... Schönes CO2-Kontingent, meine lieben Freunde. Dann darfst du nur noch das, dies, darfst du nur noch so und weiter. Ab jetzt, mein Jutster, CO2-Kontingent aufgebraucht, zu Hause bleiben. Eine autoritäre, dystopische, giftgrüne Zukunft. Annalena Baerbock, Alter, ich habe mich gerade beim Aussprechen von Annalena Baerbock versprochen, um mich lustig darüber zu machen, dass die... Das ist witzig, Bro. ...verspricht. Also nochmal. Durch Angst vor dem Feind rein in eine autoritäre, dystopische, giftgrüne Zukunft. 3 Kleidungsstücke pro Jahr. So. Die den freien Willen des Menschen wahrscheinlich so viel wertschätzt wie Ricarda Lang eine gesunde Ernährung. Im Volksmund genannt eine Klimadiktatur. Ja, davon spreche ich. Die Antonio Amadeo Stiftung spricht wiederum von rechten Ideologien und Verschwörungsnarrativen, während Sarah Bosetti zeitgleich ihre Zuschauer zu einem Gedankenexperiment einlädt. Was ist wichtiger, das Überleben der Demokratie oder das Überleben der Menschheit? Was sind das für Aussagen, ja? Wäre eine Klimadiktatur gerechtfertigt, wenn sie die Menschheit retten würde? Wieso eine Klimadiktatur aussehen könnte? Genau das wollen die uns unterjubeln, Digga. Das ist genauso wie bei Corona. Bleib zu Hause oder du bist dafür verantwortlich, dass Menschen sterben, Digga. So haben die Leute gezwungen, zu Hause zu bleiben. Obwohl die schon immer einen Scheißdreck auf unsere Gesundheit geben. Im Gegenteil, guck doch mal, was promotet wird in den Medien und von allen anderen so. Hat irgendein Minister oder irgendein Typ aus der Politik sich mal hingestellt und uns wirklich gesagt hat, was gut für die Gesundheit ist, so?
Ist das irgendwann mal vorgekommen? Macht Sport, ernährt euch nicht so viel von tierischen Produkten. Keine Ahnung, Alter, meditiert, kommt in euer Bewusstsein, diese ganzen Themen. Supplementiert eventuell das ein oder andere Vitamin, macht ein Blutbild alle paar Jahre mal so. Hat das mal jemand, einmal uns jemand gesagt so, und auf einmal kümmern die sich um alte Menschen, die schon seit Jahren in Altersheimen versauern unter Zuständen, die teilweise ekelhaft sind so. Und da kein Geld reingesteckt wird, weil es ja eh alte Menschen sind. Und dann auf einmal sollen wir Wert auf die alten Menschen legen. Die haben Sachen gepusht und Sachen mit Sachen um sich geschmissen, einfach nur um uns einzuschränken. Das ist einfach Fakt so. Die meisten Leute hätten nicht mitgespielt, wenn die nicht gesagt hätten, ey, wenn du rausgehst, dann werden Menschen sterben. So. Wenn du dich nicht impfen lässt, dann bist du dafür verantwortlich, dass die Oma nebenan stirbt. Das ist genau das, was sie dir in deinem Kopf eintrichtern wollen, damit du mitmachst, was sie dir sagen. Erklärt uns das klimafreundliche Weltretterprojekt des Globalismusforums. Das Weltwirtschaftsforum sieht den Menschen natürlich getrennt von der Natur in klimaneutralen, digitalen, smarten 15-Minuten-Städten, die laut der Europaabgeordneten Christina Anderson dafür da sein werden, uns einzusperren. Zitat: In einem Landkreis in Großbritannien kann bereits eine Klimasperre eingerichtet werden. Das ist der nächste Schritt. Der nächste What the fuck? Echt jetzt? Schritt sei, dass man sich in einem bestimmten Gebiet aufhalten darf und dieses Gebiet nur 2 bis 3 Mal im Jahr verlassen dürfe. So die Abgeordnete weiter. Nein, Digga, das beschließen die schon gerade? Das Ganze wird wohl in den Fachkreisen irgendwie Lockdown genannt, zu Deutsch Einsperren, also ein Klimalockdown. Aber jetzt mal ernsthaft, gibt es irgendein Ereignis der letzten Jahre, das zeigen würde, dass die Regierung bereit wäre, uns einzusperren mit der Begründung, die Menschheit zu retten? Ich liebe dich, Bro, ich schwör's dir, Digga. Mann, Alter, wenigstens gibt es ein paar Leute, die noch einen wachen Kopf haben, einen wachen Schädel haben und wirklich hingucken, ey. Und nicht alles mit sich machen lassen. Zum Glück nicht. Welche Regeln werden also Michelle und ich in den nächsten Videos brechen? Dafür werfen wir mal einen Blick in das C40-Projekt des Weltwirtschaftsforums, in dem beschrieben wird, wie wir zu leben haben. Es geht darum, wie kann eine Stadt in Zukunft klimaneutral sein, also sprich ohne CO2-Verbrauch. Aber ich meine, wenn man das jetzt mal wirklich wörtlich nimmt, ohne CO2-Verbrauch, dann dürften wir auch nicht mehr atmen. Wie ist denn das mit den Pflanzen, Digga? Pflanzen machen doch auch diese Photosynthese, das ist doch auch CO2, oder? Wandeln, wie ist das bei Pflanzen nochmal? Ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert, aber die reinigen doch die Luft irgendwie. Da ist doch auch irgendwas mit CO2, involviert mäßig, oder? Bäume, Pflanzen, CO2 tut Pflanzen gut. Ja, ne? Die brauchen das doch für diese Photosynthese mäßig, oder nicht? Nein, genau andersrum. Ah, die nehmen CO2 und machen das zu Sauerstoff quasi, ne? Oder? Oder wie war das? Aber Tiere atmen halt generell. Wenn wir atmen, wenn Tiere atmen, dann ist das auch CO2. Bäume brauchen CO2, um das in Sauerstoff umzuwandeln. Genau der war das gewesen. Stimmt. Und wenn es kein CO2 mehr gibt, was ist dann mit den Bäumen? Können die dann noch? Die brauchen doch diesen Prozess auch, um zu überleben mäßig, oder? Deswegen bedanke ich mich auch oft bei Bäumen, wenn ich die umarme. Danke, dass du meine Luft clean machst, mäßig. Weißt du? Ich küsse dein Herz. Schreiben steht drin, dass wir natürlich unser Konsum einschränken müssen. Konsumeinschränkungen. Ja, das Ganze wird unterteilt in 2 Kategorien. Einmal die fortschrittlichen Ziele und einmal die ambitionierten Ziele. Unser Konsum muss nämlich vom Staat Aha, wir nehmen Sauerstoff und machen daraus CO2 und Pflanzen umgekehrt. Okay. Das heißt, Pflanzen brauchen CO2 genauso wie wir Sauerstoff brauchen zum Leben. Richtig? Werden, weil schließlich unser Konsum an der Klimahölle schuld sein wird. Hallo. Die Sache ist nur, dass gottloser Materialismus und daraus resultierende Umweltprobleme definitiv real sind. Das hat der Guy gesagt, Digga. Guck mal, wie der einfach kurz mal so auf den Punkt bringt. Die Sache hier ist nur, dass gottloser Materialismus und daraus resultierende Umweltprobleme definitiv real sind. So. Fact. Schön, dass uns jetzt also passenderweise gottlos materialistische Umweltzerstörer ein Ich schwör's dir, Digga, genau so ist es, Bro. Fürs Weltwirtschaftsforum jetzt eine Lösung für dieses Problem anbietet. Genau die Jungs, Digga, die 40 Kilometer mit einem fucking Privatjet auf irgendeinen Klimagipfel fliegen, die wollen uns jetzt sagen, dass wir uns einschränken müssen wegen CO2 und Klima, Digga. Das ist das, wo die Leute aufwachen müssen. Es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Du musst immer gucken, von wem kommt das? Haben die wirklich ein Interesse an der Umwelt, dass es der Umwelt besser geht? Haben die wirklich ein Interesse daran, dass es der Menschheit besser geht in Form von Gesundheit? Oder haben die einfach nur ein Interesse an Macht, Geld und sind gierig, Digga?
Die Lösung entpuppt sich als eine Art moderner Kommunismus, unter dem mal wieder der einfache Mann leiden wird. Nur mit dem Privileg, dass sich der einfache Mann diesmal als Frau identifizieren darf. Das Geiles Video, Bro. Fokussiert sich auf 4 Klimasünden. Zum einen Autofahren. Das ambitionierte Ziel ist, dass es überhaupt keine privaten Autos mehr gibt. Stichwort Abschaffung des Privatbesitzes für den einfachen Mann. Die Konzerne werden die Mietautos natürlich weiterhin besitzen dürfen, ja, weil sonst könnten sie ja die auch gar nicht mehr vermieten. Also wir werden nichts mehr haben und die Elite halt alles. Zweitens Fliegen. Das ambitionierte Ziel ist ein Kurzstreckenflug pro Person alle 3 Jahre. Scheiße, also über diese Klimaziele und was damit einhergeht, da müssen wir uns auch mal ein Video drüber reinziehen. Das ist hart, Digga. Alle 3 Jahre ein Flug, what the fuck? 1500 Kilometer Radius. Nach meiner Berechnung wäre das 800 Kilometer nach Wien und 800 Kilometer wieder zurück. Wobei, dann wäre es ja bei 1600, das wären 100 Kilometer zu viel im Flugzeug. Das bedeutet wahrscheinlich, dass dann eben Abzüge auf deinem Sozialkreditpunktesystem, und das ist am besten so verankert in deinem Chip drinne, mit dem du noch bezahlst, und dann kannst du halt, keine Ahnung, mit dem Chip nicht mehr an der Tankstelle bezahlen. Du bist ja schon 100 Kilometer zu viel geflogen, deswegen darfst du halt jetzt nicht tanken. Tanken kann man ja eh nicht mehr, also es gibt ja auch keine Privatautos mehr, also du darfst dann nicht mehr dein Auto mieten. Ja, wahrscheinlich wirst du auch nicht mehr selber fahren dürfen, sondern es sind halt nur noch automatisch gesteuerte Autos, die dir halt dann fehlen können, wo du hin... Und auf einmal wachst du auf und bist komplett in der Matrix gefangen. Du darfst und welche Stadtgrenzen du nicht mehr überschreiten darfst. Aber Gott ist great, meine lieben Freunde. Das dürfen wir bei diesen ganzen Themen nicht vergessen. Wir glauben weiterhin an das Gute. Wir versuchen, Dinge zu verändern. Und umso mehr Menschen weiterhin an das Gute glauben und daran glauben, dass wir eigenständig Entscheidungen treffen dürfen für unser eigenes Leben und dafür kämpfen und bereit sind, dafür zu sterben, wird es in eine bessere Richtung gehen in der Zukunft. Wir dürfen uns diese Macht nicht nehmen lassen, weil wir haben alle Macht. Ja. Außer du darfst noch zweimal die Stadt überschreiten, aber darfst du jetzt nicht mehr, weil du darfst jetzt nicht mehr, weil du nicht mehr. Jo, Leute, freut ihr euch auf die Zukunft? Dritter Punkt, der Fleischkonsum und auch Milchprodukte. Das ambitionierte Ziel für eine klimaneutrale Stadt im Jahre 2030 ist 0 Kilogramm Fleischkonsum und 0 Kilogramm Milchprodukte pro Person pro Jahr. Ich bin halt so ein Typ, ich bin vegan unterwegs, ich konsumiere gar keine tierischen Produkte. Ich habe seit 12 Jahren kein Fleisch mehr gegessen, 11 bis 12 Jahre ungefähr. Ich habe seit 4 Jahren kein tierisches Produkt mehr gegessen. Ich bin da schon in der Entwicklung drin gewesen, bevor dieser ganze Shit kam. Und deswegen ist es für mich jetzt da eine Sache, wo ich nichts gegen sagen kann, aber ich bin halt kein Fan davon, das anderen Menschen aufzuzwingen, so wie das auch teilweise die militante Veganerin gemacht hat, weswegen wir auch diese heftige Diskussion hatten. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es auch gerne ab auf meinem Kanal, weil ich bin kein Fan davon, Menschen zu irgendwas zu zwingen, weißt du? Ich bin ein Fan davon, Dinge zu tun, die du für dich für richtig hältst, und wenn du merkst, dass es dir gut tut, kannst du dieses Wissen weiterhin verbreiten und vielleicht andere Menschen dazu anregen, auch diese Dinge zu tun. Wenn die aber keinen Bock darauf haben, dann ist das auch okay. Weißt du, wie ich meine? Das ist das, wie ich leben möchte. Ich will in Akzeptanz leben und ich will in Harmonie leben mit Menschen, die eventuell andere Entscheidungen für ihr Leben treffen als ich. Wir müssen nicht alle gleich sein. Glück arbeitet die Regierung schon jetzt in diesem Moment, wo ihr dieses Video gerade schaut, daran, unser Fleischkonsum zu reglementieren. Ja, zum Beispiel das Ernährungsstrategiepapier, ja, das Ganze nimmt Form an 10 Gramm Fleisch pro Tag. Ja, das vergleicht jemand mit einer Currywurst im Monat. So soll der empfohlene Tagesbedarf eine Currywurst Flügel künftig bei weniger als 1 Gramm liegen. Und das, obwohl die DGE weißes Fleisch bisher zu Recht empfiehlt. Und der vierte und letzte Punkt, die Kleidung. Und jetzt ist wirklich Hammer. Das ambitionierte Ziel für eine klimaneutrale Stadt in 2030 wären 3 neue Kleidungsstücke pro Jahr pro Person. Ich meine, hey, ich kann damit umgehen hier in der Karibik so, ich habe hier eh kaum Kleidung an, auch keine Unterwäsche. Deswegen alles cool so, aber in Deutschland zum Beispiel schwierig, Alter. Hey, diese ganzen Vorschriften, das ist halt das Krasse, weißt du, dass man uns wirklich dann halt vorschreiben will, wie viel Kleidung, wie viel Fleisch, wie viel das, wie viel dies. Und umso mehr wir uns dem hingeben, umso mehr haben die uns natürlich an den Eiern so, weißt du. Und das ist halt diese gefährliche Entwicklung, die ich sehe. Und ich glaube halt, Corona war auch ein Riesentest, um zu schauen, okay, wie weit sind denn die bereit, die Menschen aktuell schon zu gehen. Wie weit können wir die denn einschränken, wenn wir denen die richtigen Sachen im Fernsehen und von der Politik aus in ihre Köpfe eintrichtern? Was können wir alles mit denen machen so?
was können wir alles mit denen machen? Und die haben, glaube ich, gesehen, dass sie extrem weit kommen. Und deswegen können sie jetzt auch diese Geschichten hier durchziehen, weil sie gesehen haben, okay, die Menschen sind bereit so. Wir haben das über Jahre vorbereitet und jetzt sind sie da. Jetzt können wir alles so durchziehen, wie wir das für richtig halten. Drei. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kleidungsstücke. Weiß ich nicht, sind Socken jetzt 2 Kleidungsstücke? Dementsprechend identifiziert sich dann als 6 Kleidungsstücke an meinem Körper. Ich kann darüber auch keine Witze mehr machen. Ja, ich glaube, der wirkliche Konsens der Wissenschaft ist vermutlich am Ende, dass man weiß, dass man nichts weiß. Ja, und darauf aufbauend machen die Grünen, gesteuert durch die Machtelite, Politik. Super. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich werde bei dem ganzen Irrsinn nicht mitmachen. Wir sehen uns also spätestens 2050 bei der Kreuzigung der Klimaleugner, wenn die Welt bis dahin natürlich noch nicht verbrannt ist. Wenn die Welt verbrennt, ist doch auch nicht ganz klimaneutral, dann ist das ja, ist ja, also egal wie wir es machen, ne? Ich küsse deine Zirbeldrüse, mein Jutster. Sehr starkes Video hier wieder vom Leo, Ketzer der Neuzeit. Liebe geht raus. Hast du wieder sehr schön zusammengefasst, gute Beispiele gebracht. Gut gezeigt, worauf der Laden eventuell hinauslaufen soll. Ja, Mann, geiler Content auf jeden Fall. Mach genauso weiter, Bro. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Eventuell bin ich bald mal wieder in Germany. Dann können wir uns mal wieder connecten und eventuell noch einen neuen Talk raushauen. Je nachdem. YouTube, schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ich liebe euch alle und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.